Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute in Folge 17 eingesendet von A.O. Work. Bitte Englisch aussprechen. A.O. Work. Einverstanden? Die Redstone Bowling Bahn und er schreibt dazu: Willkommen auf der Redstone Bowling Bahn. Meistere und beweise deine Bowling-Skills auf dieser Bowling. Mal 100% vollautomatisch, 100% Vanilla Redstone, 100% Survival-freundlich. Das klingt schon mal sehr interessant, ich bin sehr gespannt. Schnapp dir einen Freund oder einen Feind und spiele viele Runden, so viele wie ihr wollt. Launche Boote als Bowlingkugeln, versuche so viele 6 Kegel wie möglich, in diesem Fall auch Boote, von ihren Plätzen zu schieben. Ich wollte gerade pflanzen, meine Gott, der Bildschirm ist zu klein, ich kann nicht lesen. Betrachte deine Punktzahl jederzeit am Aufenthaltsbereich der Bowlingbahn, Regeln und Anleitung in der Lobby. So, das ist Version 2.3 sogar schon und ich bin mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Das ist die Lobby dieses Werkes. Hier lässt sich, das ist die Anleitung, Welcome to Redstone Bowling. Okay, das ist alles auf Englisch. Ganz schön, Diamonds, buy tickets in the lobby, enter the bowling, lay down. Ich sollte mir angewöhnen, ein bisschen besser die. Okay. The game. Ich lese mir das zur Sicherheit mal durch, Leute. Nicht, dass wir noch schon wieder. Nicht, dass es nachher heißt, es liegt an mir. Okay, scheint wohl nicht selbsterklärend zu sein. Eieieiei. Okay, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Also, macht eure Techniken so sicher, dass ich sie überlebe. Wenn sie The Joecraft sicher sind, dann sind sie noch besser als Idioten sicher, glaub mir. Okay, ich gucke immer erstmal von außen. Das ist die Bowlingbahn. Ja, yep, da ist was mit drin. Da ist Musik mit drin. Ich sehe Notenblöcke. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. So, da geht es zum Bowlingbahn. Zur Bowling Alley. Okay. Alles klar. Now playing Devil's Deep Drop by Dark. Okay, cool, nicht schlecht. Tickets, so, ein Dia. Warum wird man die Game Mode die ganze Zeit verändert? Das nervt. Ist irgendwo ein Command-Block, der aber die ganze Zeit mein Game Mode ändert. Das ist ein bisschen wie bei der Craft Attack Bowling Bahn, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Game Ticket. Okay, los jetzt. Da war auch der ähnliche oder ähnlicher Sound wurde da verwendet. Ist das Ding hier wegen Craft Attack entstanden? Ja oder nein? Dammit. Okay. Current Round. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. 2 Points. 1 Points. Do not take. Do not take. Achso, das ist quasi das Display. Verstehe. Ich muss rein. Okay. Die Bahn ist an. Jetzt verstehe ich. Und jetzt können wir wahrscheinlich hier. Das Boot hin und her bewegen. Ah, brillant. Verstehe. Das ist schwerer als man denkt. Das richtige Timing hier zu finden. Stopp! Warte mal, wenn wir beide anmachen, geht's in die Mitte. Ist es schon so einfach? Nein, ist es nicht. Genau deshalb nicht. Verstehe. Stopp. Ja Gott, wir schießen mal. Alter. Wow.
Ich verstehe noch nicht genau, wie die Technik funktioniert. Okay, wir schießen nochmal. Ja, ich glaube, dieses Ding hier geht zu schnell nach oben. Das liegt wahrscheinlich an der Version, ja. Das Ding geht zu schnell nach oben. Oh nein. Das Ding geht zu schnell nach oben. Darf ich mal ganz kurz was modifizieren? Dankeschön. Ich glaube, das liegt an der Version. Ich verstehe langsam, wie das Ding funktioniert. Geil. Auf die Idee zu kommen, ist einfach nur der Hammer. Einfach unbeschreibbar geil. Ich habe, oh, gerade Ideen. Das ist, also, fuck, ey. Mir rutschen schon ganz böse Wörter raus. Ey, Work. Wow. Was hast du hier gebaut, krasses? Was hast du hier gebaut? Was hast du hier krasses gebaut? Aha. Das ist krank. Das ist krank, Leute. Das ist so krank. Alter. Here we go. Okay. Leute, ich wollte eine Redstone, wollte noch eine Bowlingbahn bauen. Ich weiß, was ich für eine Bowlingbahn bauen werde. Wobei einige Sachen mir hier auffallen, die man besser machen könnte. Das Boot wird hier immer in der Mitte gedroppt. Das finde ich zum Beispiel nicht gut. Ich würde das Boot nicht in der Mitte droppen. Da macht es das ein bisschen schwieriger. So, wenn wir es nämlich jetzt am Rand abschießen. Alter, ist das krass. Ich hätte nicht erwartet, dass das so eine Bahn ist, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krank ist. Wer hätte es gedacht? Vor allen Dingen auch mit den Sounds und allem. Es gibt sogar einen Boat Return hier an dieser Seite. Aber wenn man es immer in der Mitte lässt, es ist keine Bowling Skills, das Boot spawnt immer in der Mitte, hat man immer einen Strike, Leute. Also man hat immer einen Strike, ob man möchte oder nicht. Und das könnte man theoretisch auch anders machen. Das hier könnte man mit Wasser lösen. Wobei, ich weiß nicht, ob eventuell Wasser ein Problem machen könnte, da die Boote ja manchmal durch den Boden glitschen. Aber theoretisch könnte man auch hier Wasser hinsetzen. Das Wasser würde das Boot zur Seite schwemmen, würde ich jetzt sagen. So, jetzt ist das Game zu Ende. Aber man kann ja echt lange spielen. Das ist schon echt krass gemacht. Kann man auch mehrere Games starten? Also kann man quasi mehrere Runden hier einwerfen?
Ja, offen. Ja, man kann ja auch mehrere Runden reinwerfen. Okay, gut, man kann mehrere Runden aktivieren, dann wird quasi auf mehrere Runden die Bahn freigeschaltet. Also ich würde das Boot nicht in der Mitte spawnen. Ich würde das irgendwie am Rand spawnen, denn das finde ich eine geile Mechanik hier. Dass man das Boot damit hin und her bewegen kann. Da kann man schon eine Menge krasse Sachen mitmachen. So. Und dann das Boot schießen. Und die geht zu spät nach oben. Das ist der Ball Return, da müsste das Boot eigentlich wieder zurück nach vorne kommen, wenn ich das so richtig sehe. Okay, es gibt so ein paar Sachen, die tatsächlich cool, also die Bahn, die ist krank. Also erstmal heftigste Einsendung bis jetzt auch, also von der Redstone-Technik her. Das war am unerwartet. Ich dachte, das ist jetzt so ein, ne, das, was ich bereits gebaut habe. Das hier ist tatsächlich unbeschreibbar heftig. Unbeschreibbar heftig. Ja, die Punkte, warum gehen die Punkte hier nicht weiter? Das ist wahrscheinlich irgendwas, fehlt hier irgendwas. Unbeschreibbar heftig von der Technik her. Ich verstehe einen Teil der Technik schon. Das ist das. Achso, das hier ist das Punktesystem. Verstehe. Hier werden die Punkte quasi genommen. Ich verstehe nicht, warum er das so gemacht hat. Also ich frage mich gerade, warum er das nicht mit Wasser hätte machen können. Also mit Wasser die Boote abräumen können. Er hat das jetzt über diesen Slime-Pusher. Es wird einen Grund haben, Leute. Die meisten Leute haben ja Ahnung von etwas und sind ja keine Idioten. Aber ich hätte mal geguckt. Also die Mechanik mit Booten das zu machen, auf die Idee zu kommen. Respekt, Respekt, Respekt. Das Boot geht ja auch ab wie Schmidts Katze hier auf dem Eis. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das wirklich so stark ist durch den Slime. Ja, doch, aber das ist ja, krass, heftig, heftig, krass. Stark, stark, stark. Und jetzt mit den neuen Honigblöcken wird man da bestimmt einiges machen können. Ach so, wird da etwas weiter geschossen? Wie weit wird er geschossen? Ne, nur einen Block weiter. Ah, zum Setzen des Bootes aber. Muss das hier zurückgesetzt werden oder wie? Ich muss mal ganz kurz diese Technik hier angucken. Was hier hinten passiert. Das würde mich nochmal interessieren gerade. Das Design der Bahn ist auch wunderschön. Wie und wo ist der Ball Returner? Der Ball Return kommt tatsächlich von hier. Ah. Na, sag mal. Boah, hier sind genug Boote drin. So, jetzt ist der Ball Return. Jetzt muss ich mal gucken, was hier passiert. Ich habe eine Vermutung, das Haus ja irgendwie. Nee, ich habe keine Vermutung. Lass mich mal gucken, eben kurz, was hier passiert bei der Technik. Jetzt gleich ist da. Ah ja, okay. Okay, so wird das Boot positioniert. Verstehe. Das heißt, das ist ein raffinierter Positionierungsprozess, dass das Boot genau auf der richtigen Stelle sich befindet, damit es nach vorne geschossen werden kann. Es darf nicht zu nah sein, nicht zu weit dran. Verstehe. Das ist ganz raffiniert gelöst tatsächlich. Das ist eine Menge Knobelarbeit, um sowas zu bauen. Und nur das hier hinten, das kann ich noch nicht genau nachvollziehen, warum er das exakt so gemacht hat mit diesen Pushern hier, die es zur Seite pushen. Das würde mich auch nochmal interessieren. Was passiert, wenn ich jetzt auf Reset drücke? Dann wird wahrscheinlich auch hinten die Technik ausgeführt, ne? Nein, wird's nicht. Aber bei vielen Bowlingbahnen ist das so der Fall. Ja, da folgt jetzt gerade, glaube ich, nur Reset, oder? Ja. Also der Reset läuft jetzt gerade. Oder? Läuft der Reset jetzt hier oder nicht? Achso, man muss jetzt hier bezahlen. Man muss eine Münze bezahlen, damit es losgeht. Aber man kann ja nichts machen. Verstehe. Das ist quasi der Lock. Der Instant Lock. Damit man hier nichts machen kann. Ah, okay, das ist raffiniert. Solange die Bahn deaktiviert ist. Okay. Ja, heftig. Heftig, 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 deftig, heftig. Krass. Krass, 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 krass. Okay. Also, ich glaube, ich möchte auch eine Bowlingbahn bauen mit den Sachen, die hier sind.
Kleinigkeiten gibt es, die ich, glaube ich, technisch nochmal anders machen würde, wobei einige Sachen Grund haben, zum Beispiel da hinten den Grabber. Das würde ich vielleicht anders machen. Ich würde das versuchen anders zu machen und ich würde hier dieses Interface anders machen. Die Idee, mit Boden das zu machen, ist brillant. Das ist. Ne? Und die ganze Map ist einfach nur toll designt. Also, das ist eine Mustereinsendung. Das ist eine super krasse Einsendung. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Herrliche Technik. Ich bin fasziniert. Ich hoffe, ihr auch. Liebe Leute, macht's gut. Bis bald und ciao.